Hallo. Hallo. Willkommen bei Adventure Map, ne? Wie heißt die genau, Studi? Diversity. Diversity, das ist der genaue Ausdruck für diese Map. Link in der Beschreibung, mit dabei ist hier der Studi und links da der gut aussehende, dunkelhäutige, stark pigmentierte Mann. Pigmentierte Mann ist der Michi wieder. Sali Michi. Hallo zusammen. Ja, wir wollen zusammen heute diese, mal so weit wie es geht, diese Adventure Map anschauen. Wir kennen sie eigentlich nicht wirklich, wir versuchen es einfach mal. Was ist das für ein Zeug? Keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir finden. Wie viel hast du? Ich habe jetzt 4. Jedem einen. Da kannst du nur 3 stoppen. Wie von jedem? Das sind verschiedene. Nein, das sind. Das sind mal die gleichen. Also ich habe jetzt 3. Insgesamt gibt es 2 verschiedene. Aber die kannst du nur 3-mal stapeln. Wer möchte 9 Seiten vorlesen? Oh shit. Nein. Wir überspringen es einfach. Ich kann ja nicht mehr Englisch. Also, lass mal einfach zu den Regeln kommen. Also, nicht in Creative Mode gehen. Ja, das ist klar. Ja. Nichts kaputt machen, jo. Craften oder irgendwas setzen, dann Do not type game comments, also nicht teleportieren, spawn points setzen etc. Jo. Auf easy stellen im Singleplayer, was wir allerdings nicht machen. Genau. die brightness auf full. Aha. Resource Pack auf Default, Clouds off und Render Distance auf far. Clouds off, okay. Ja. Was Brightness voll auf? Wie heißt in Deutsch schon wieder? Helligkeit, ne? Okay. Genau. Yep. Gut, das hab ich. Habt ihr das auch? Ja. Dann sind wir ready. Hab einfach trotzdem noch das Chipback. Good luck, you may enter the hub and claim the white wool as tutorial on how to get started. Also beim anderen Buch, das ich noch habe, steht auch einfach alles verkürzt drin. Ja. Okay. Ja, ich glaube, der Studi kann es kaum erwarten hier. Gut, wo sind wir hier? Boss Battle. Puzzle. Survival. Da kommen die Belohnungen hin, oder wie? Ja, also wenn man etwas geschafft hat, bekommt man so einen Wallblock. Den legt man dann in die Kiste und dann leuchtet das hier, wenn man es geschafft hat. Okay. Und was heißt Introduction? Keine Ahnung, dort müssen wir wahrscheinlich durch. Woher hast du diesen Block? Ich habe die Introduction, bin hier hingelaufen und habe weiße Wolle bekommen. Aha. Du siehst in die Kiste. Ja, und vielleicht nicht hier hinstellen. Mist. Okay. Kann man das wieder wegnehmen? Kann man nicht? Nein. Könnte man schon. In welche Kiste meintest du? Jetzt können wir nach da oben. Wo oben? Ah. Da. Das kann man als eines auswählen. Okay, was schlagt die vor? Bonus. Nee, jetzt musst du nicht schon zum Bonus gehen. Was ist denn eure Lieblingsfarbe? Ah, gelb, Survival. Gelb passt zur Studi. Aber der Studi ist gelb. Was, Survival? Survival? Nein, ja. Machen wir Survival? Ja, okay. Huch! Oh, scheiße. Ab. Gut, und jetzt? Ab. Oh! Oh. Oh, ich fang mal an, Blöcke zu abzubauen. jetzt sind wir zu dritt, ne? Wie machen wir jetzt das am schlauesten? Keine Ahnung. Wie können wir am schlauesten was wir machen müssen? Wisst ihr was? Ach, oh. Ich fang mal rasch die Zeit an zu starten, ne? Ja, mach du das. Ja, gut. Vergiss ich jedes Mal. Ich denke zu dritt, irgendwie müssen wir eine Leiter machen, weil wenn wir uns alle einzeln da hoch. Genau. Michi! Ah Mann! Also ich bin oben. Schön! Ah. Das war jetzt mal voll Teamwork, ey. Insert item into hopper. Was für ein Item? Ich weiß was? Nein! Ah Mann! Mach du. Okay, zu zweit geht das nicht. Nein, jetzt kann ja jeder alleine hoch.
Ja, ich muss jedes Mal wieder den Block wegmachen hier. Oh. Ups. Ja, da können wir gleich nochmal rein. Wir müssen irgendein Item finden. Ach, echt? Bevor wir da raufgehen, oder wie? Scheinbar, ja. Ah, hier unten. Was ist denn da oben? Nichts sonst. Nein. Das nur, ist es nur ja. Eine Platte. Da muss hier irgendwo ein Item sein, so mitten auf dieser Insel. Irgendwo muss ein Item sein, genau. Du hast gerade... Wahrscheinlich in der Kiste. Ja, er hat nur einen einzigen Baum. Du hast eine Kiste? Nee, oder? Nein, irgendwo sollte es wahrscheinlich eine haben. Okay. Also wenn die Aufgaben immer schwieriger werden, wie wir jetzt mit diesem angefangen haben, dann haben wir es nicht leicht, ne? Ah, oh, das geht schon. Wir müssen. Ui, hier hat's eine Unterwasserhöhle. Echt? Genau auf solche Dinge müssen wir achten. Und wo bist du? Oh oh, aber hier unten hat's nichts und ich sterbe. Oh. Ah, nee, doch nicht. Aber das sieht übelst verdächtig aus. Echt? Seid ihr? Ja. Aber wenn da nichts ist, dann also sieht selbst gebaut aus oder natürlich? Ja, eher, ja. Okay, da sieht alles ein bisschen selbst gebaut aus, so. Abgeschnitten und so. Aber ich weiß ja nicht, ob man hier was Bestimmtes suchen muss oder irgendwas abbauen oder wie ist das genau? Studi, weißt du da etwas darüber? Nein. Brauchen wir nicht von jeder Welt einfach ein Stück Wolle oder so etwas? Eine Belohnung? Das weiß er. Ja, aber Wolle... Okay, nee, da hat's keine Schafe, ne? Hängt dich schon gut an. Ja, und ein Schild war da nirgends, wo da stand, was man tun muss. Ja, doch, mit den Introductions, aber irgendwie spinnt das. Introduction? Ich find's ein bisschen komisch, dass hier gleich absteht, wenn man hier spawnt, also... als ob man ja eigentlich erwartet, dass man gleich hochgeht. Ja. Und oben ist echt nichts? Nein. Also Studi hat direkt die Kiste geöffnet, glaube ich, aber dann wurden wir geportet. Nein, ich hab nicht aufgehört. Also da war eine Kiste und in der Kiste war nichts, oder wie? Nein, ich glaube nicht, nein. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Ich bin hier in einem Mineshaft. Echt? So tief? Ja, aber ich denke mal nicht... Nein, das ist gleich unter der obersten Schicht. Aber keine Ahnung, hier wird es auch nichts haben. Insert item into the hopper. Ey, da hat sie so ein Dingens. Ja, aber was für ein Item? Ja, das ist eine gute Frage. Du Studi, was machst du denn die ganze Zeit? Warte mal, was soll denn die... Wartet mal, da hat's Bücher in der Schublade, in der Kiste. Da, hier steht ja, was wir tun müssen. Willkommen to the Survival Branch. It appears you've figured out a bit about this area by coming up here. You may place and remove any block in, under or around the island, but you may not place or remove blocks. Ja, das sind die Regeln. this is the only branch which places you in complete survival mode, which means hostile mobs will spawn naturally, creepers can destroy blocks, and you will lose items when you die, and hungry will deplete among other things. Super. Komplettiere eine einfache Checklist. In diesem Case, was heißt Case? It's your job to either find or craft these items. Also, one painting, also eine Farbe, ein Flower Pot, ein TNT, ein Power Trail, ein Blut, ein gebratener Fisch, one empty map, also eine Karte. Und ein Glowstone-Block. Diese Dinge müssen wir finden. Ja.
Oder finden oder craften. Also eine Farbe haben wir schon. Find unten hat es Blumen. Unten hat es ja Blumen. Ne, Micky, bist du unten? Ja. Da hat es Blumen, rote Blumen, oder? Ja. Dann haben wir schon mal rot. Und was, ein Flowerpot, was ist das? Ein Blumentopf, der wird aus mit Lehm Lehm haben wir ja ebenfalls da. Habe ich vorhin gesehen, im Wasser irgendwo, ganz schön. Ja, das ist immer meistens im Wasser. TNT-Block? Keine Ahnung, wo der TNT-Block ist. Aber da ist der Creeper, den müssen wir wahrscheinlich bauen. Und, Ja, Sand. Ist das vielleicht ein kleiner Tipp? Wollen wir so eine Kiste machen und dann immer die Sachen, die wir gefunden haben oder gecraftet haben, die dort reinlegen, dass falls jemand stirbt. Ja, das könnten wir das könnten wir tun, ja. Was ist jetzt hier schlauer, schnell aus der Welt zu gehen und wieder in die Welt rein oder da runterspringen? Ich komme nicht mehr runter. Einfach springen. Okay. Ja, ja. Ah. Okay. Gut, jetzt waren hier Creeper oder wie? Und ihr meint, wir müssen die umbringen, damit wir unten TNT... wahrscheinlich. Ah, TNT braucht eigentlich... Also hier ist mal ein... eine Kiste. Gut. Hier habe ich ein bisschen Essen drin, falls jemand möchte. Auch gut. Und hast du auch ein Buch, Studi? Nein. Hab nur ich das... Mach mal drei Schwerter. Okay. Ja, also das ein cool. Brot. Wow, da hinten hat es auch viele Creeper. Echt? Ja. Warte, kommt da. Eins, du. Für den Fisch brauchen Dankeschön. Wir eine Angelrute. Eins, du. Ja. Danke. Die geht aus zwei Sticks und zwei Strings. Genau. Oh, Essen brauchen wir auch noch. Ist mir gerade so aufgefallen. Gut, ich habe vier Steaks, also ungebratenes Fleisch, in die Kiste gelegt. Unbedingt die Spinnen auch, die Spinnenseite auch einsammeln. Wegen der Angelroute, die wir machen müssen. Ja. War soweit? Gut. Gut. Also wir brauchen nur ein TNT. Ja, dann... Ja. Das heißt 5 TNT, TNT und 4... wir 5 genau, und ich hier Sand. Ja, hab ich auch. Oh, mein Baum ist noch. Oh, jetzt hat's nicht mal was gegeben. Ha. Gut, Holz haben wir, ne? Für die Angelroute. Ja. Ich habe auch schon Farbe für das, was man dann halt braucht. Genau. Die rote wahrscheinlich. Also hier hat es noch gelb. Ne, schwarz. Ah, schwarz. Wie hast du schwarze Farbe? Tintensäcke. Ach ja, Tintensäcke, genau. Ja, okay, wir wissen ja nicht, was für eine Farbe. Wir wissen einfach irgendeine Farbe. Ja, irgendeine wahrscheinlich. Okay. Okay, also, ich schau mal auf die Liste. Wo läuft es? Zuerst etwas essen. Alles was wir brauchen für damit wir das schaffen, mache ich jetzt mal oben hin, ne? Das ist eine was Farbe. Ja, in der Truhe zu oberst. Ich brauche Gunpowder. Bisher haben wir eigentlich irgendeine Farbe, haben wir ja gut ziemlich. Dann ein Blumentopf. Hat jemand noch Schwarzpulver? Ich brauche noch zwei. Oh shit, ein Power Trail. Aber das ist schon in der Kiste. Ja, das habe ich schon rausgekommen. Okay. Wir brauchen eine Schiene, eine Powerschiene. Ja. Ja, die ist nicht allzu schwierig zu machen, müssen wir halt ein bisschen minen gehen. Ja. Redstone und Eisen brauchen wir. Du musst die Creeper nicht in die Luft jagen, Michi. Viele Mobs. Ach du Scheiße. Und alle gegen Michi. Aber wir brauchen Spinnen. Oh. Ah! Schnell einsammeln dort. Autsch. Oh oh. Ich bin gerade nur noch so knapp am Leben. Der Studi, was Kuhschubser? Was ist denn das für ein Erfolg? Ich hab schon ziemlich viele Erfolge. Oh. Ich muss auch flüchten! Oh. Oh. Ein Enderman, brauchen wir einen Enderman? Oh. Ist ja nicht so schlimm, wenn man da hat's noch zwei, zwei Schwarzpulver. Ja, die hab ich verloren. Ja, das reicht gerade. Nee, wo ist mein Zeugs? Ich weiß nicht, wo bin ich denn hingesprungen? Oh, hatte ich überhaupt das? Ach ja, ein Schwert hatte ich. Da. Nein, nicht mein Zeug einsammeln! Danke. Also ein TNT haben wir auch. Ach, scheiß auf die Skelette. Die will ja niemand.
Was? Wir haben schon TNT, super, schon zwei Sachen abgehauen. Ah, man spawnt Achtung, auf Spinne. Der Insel. Ja, natürlich. Ja. Gut, dann hätte ich gerne Angelroute. Dazu also, frag mich Seite. Eine Seite haben wir. Ich such mal den Flower Pot. Komm mal mit hier, Coolio. Hat sonst noch jemand Seite? Oh, Spinne. Oh oh. Nein, gerade nicht. Warte, die Spinne nicht. Geh weg. Autsch. Ah, wieder keine Seite. Nein! Ist noch schwierig, so ohne Rüstung und so. Sind die echt stark? Skelette. Achtung, Skelett. Genau. Gut. Jo, super, danke. Kein Problem. Hast du Bögen? Bögen. Bones? Bones, ja. Weil, wieso? So passt. Danke. Ich möchte auch mal ein bisschen Holz. Ja, okay. So, ich denke, das könnte eigentlich noch eine spannende Adventure-Map werden hier. Also. Ja, das ist erst der Anfang. Also, allen Zuschauern, ich würde vorschlagen, seht euch doch die nächste Folge auch gleich wieder an. Denn wir müssen leider schon wieder Schluss machen für diese Folge. Aber jo, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an Michi, dass du dabei bist. Obwohl es dir nicht so gut geht. Trotzdem cool. Studi natürlich auch. Vielen Dank für die Adventure Map, dass du die da gesucht hast. Das ist von dir, ne? Jo, ja. Bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren, liken, was auch immer. Bis. Oh. Der Enderman ist fertig, aber auch. Ja. Achtung, Creeper. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Tschüss. Ups.